Herz willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, hier wird noch gedroschen, mein Weizen, glaube ich. Ja, sieht nach Weizen aus. Und ich werde mal hier mit dem LKW kurz den Kalk ins Lager fahren. Damit er auch mal weg ist. Und dann habe ich vor, mit dem LKW in den Wald zu fahren. Um da mal die kleinen Baumästchen zu holen, die Reststücke. Um die dann in den Hacker zu portieren. Weil wir haben keine Hackschnitzel mehr. Sägewerk bräuchte Hackschnitzel. Und ja. Und dann werden wir heute, glaube ich, auch noch ein paar Paletten fahren müssen. Ich kann mal überlegen. Kalk, oder das war Dünger. Kalk war, glaube ich, da hinten. Warte mal, wir fahren so rum. Sind wir denn schon da? Okay, auf. Das war noch nichts. Drehschieben über Spiegel rückwärts, das ist halt schon eine kleine Herausforderung. Das war wieder ein bisschen zu schnell. Passt. Gut. Dann haben wir Kalk, weil wir hatten ja den Herrn Krüger schon angefragt, ob der bei uns kalken kann. Oder? Ich meine, dass es Kalken war. Was. So. Gut. Na, stimmt, ich wollte die Eier noch verladen. Aber dann ist ja gut, dass ich jetzt den LKW hier habe. Ich nämlich gerade mal den Timber Runner auf die Seite stellen. Stelle ich vielleicht gerade mal hier in die Halle rein. Nee, komm, wir machen es einfach. Wir stellen hier einfach an die Seite der Halle. So, ansonsten, was steht denn die Tage noch an?
Müsste ein bisschen Kartons zum Metzger bringen. Außerdem müsste der Herr Diesel, warte mal, den könnte ich mal gerade anrufen. Klingelingeling. Diesel. Jo, Volker hier, servus. Servus. Wie schaut's denn aus bei deinen Schweindoden? Wieder 100 Stück. Okay, weil der Metzger hat angefragt, ob da nochmal welche kommen. Ich kann da nochmal eine Fuhre hinbringen, ist kein Problem. Ich muss sowieso gleich zum Gemeindehaus. Ich habe noch ein bisschen Papierkram zu machen. Ich muss hier gerade erstmal die Schweine versorgen. Okay. Weil laut Neumann hat sich der Papierkram bei mir im Büro angehäuft. Ja, dann wäre das sinnvoll, wenn du das machst. Ja, bringe ich hier vorher noch ein paar Schweine in die Metzger. Metzger. Vielleicht sehen wir uns dann, weil ich wollte auch noch zum Metzger, zum Gemeindehaus. Ja. Ich wollte meine Steuererklärung noch abgeben. Okay. Ja, vielleicht kriege ich ja was zurück. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabebereich vom Neumi. Ja, ich meine nur, vielleicht sehen wir uns dann. Ja, kann sein. Mein Büro ist ja, glaube ich, direkt. Ja, mein Büro ist ja direkt daneben. Willst du dann sehen, wenn da mein LKW vor dem Gebäude steht? Ja. Weil mein Johnny, der steht ja noch bei dir oben im Wald. Ja. Und da fahre ich mit Sicherheit nicht mit dem Case hin. Nee, aber dann könntest du vielleicht dann mit hinfahren, weil ich wollte dann nach dem Gemeindehaus, wollte ich in den Wald fahren. Im LKW. Ja, dann mache ich das auch am besten. Ja, dann ist der da auch weg. Ja, komme ich dann direkt mit dem Tieflader zum Gemeindehaus. Kann ich den direkt aufladen. Gut, bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Perfekt. So, die Palette noch. Und dann haben wir da 24.000 Eier geladen. Da müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir für 1.000 Eier kriegen. So, vielleicht können wir den sogar gleich mitnehmen, den Strautmann-Anhänger. So, machen wir einfach, den hängen wir da hinten dran. Stimmt, ich wollte noch kurz ins Tablet gucken, was die Eier gerade so bringen. Du, Eier. Ja, 3000 minus. Nee, dann lassen wir die hier. Achso, ich wollte ja auch noch den Ladewagen holen, ne? Ich muss noch den Ladewagen vom Krüger holen. Damit wir das Stroh vom Feld kriegen. Aber jetzt fahren wir erstmal. Ich weiß halt nicht, wie schnell der Diesel ist. Der hat es ein bisschen weiter zum Gemeindehaus als ich. Ich glaube, es müsste sogar hinhauen, wenn ich erstmal den Anhänger beim Krüger abstelle und dann mal den Ladewagen fülle. Ja, manchmal gibt es halt hier so komische Ereignisse. So,
Solange das nicht bei einem Blitzer passiert, ist alles gut. Was ist denn hier los? Ich kann mal telefonieren. Das ist nie abgesperrt. Ich wollte meine Steuererklärung hier einwerfen. Klingelingeling. Hallo, hier ist Herr Neumann. Ja, Neumann, was ist denn beim Gemeindehaus los? Wieso? Was soll damit sein? Dunkel, abgesperrt. Ich wollte gerade meine Steuererklärung einschmeißen. Den können Sie bei der Polizei, den kannst du bei der Polizei einschmeißen. Ja, und weil was ist hier los? Das Gemeindegebäude ist einsturzgefährdet. Warum? Die Baufirma hat den Boden nicht ordentlich verdichtet. Deshalb ist der Razix nicht mehr da. Ja. Kann sein. Ich habe mich schon gewundert, weshalb der plötzlich weg ist. So ein Held, ey. Okay, gut, ich schmeiß beide Polente ein. Jo. Achso, wenn du schon am Telefon bist. Ja. Steuern. Hab ich keine. Doch, hast du. Ja, wie viel willst du denn? Genau. 3800. Hallo? 3800, Moment. Gut, habe ich überwiesen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Hallo? Ja? Hinten der Zelle. Ach, Lord. Was machst du denn hier? Weiß ich eventuell. Hä? Das weiß ich eventuell. Ich habe den kleinen Scherz beim Neumann gemacht. Was denn? Ich hab sein Auto umlackieren lassen und die Blitzer umändern lassen. Du warst es. Ja, der war nicht so erfreut. Ja, die haben mich verdächtigt, dass ich den Pink hab lackieren lassen. Ja, die haben auch angeblich meinen Schuhabdruck gefunden. Die wissen ja nicht mal meinen Schuhabdruck, aber... Kann ich leider nicht rausholen, ist ein Sicherheitsschloss. Jetzt hätte ich dich mal rausgeholt. Ich muss mal weiter. Ich musste gerade meine Steuererklärung hier abgeben. Okay. Hast du deine für letztes Jahr schon gemacht? Nein. Soll ich es mal machen? Vielleicht kriegst du Geld zurück. Müsste ich mal machen. Jo. Also. Mach mal. Ich lege mich auch hier mal gerade hin, ne? Jo. Ich habe ja bloß nur einen Steincoach. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.